Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Maschinarium. Ja, letzte Folge haben wir den tollen Roboter hier reingeschickt und meine Vermutung werden wir jetzt austesten, ob wir jetzt, wenn wir auf den draufsteigen, an die Schere rankommen. Aber ich denke mal stark, jo, wir können auf ihn draufsteigen, dann werden wir uns vermutlich groß machen und schon haben wir die Schere. Ja, und was ich noch weiß, war, dass ich glaube, jetzt da draußen was runterschneiden wollte. Dafür kann es immer sein, dass wir den Staubsauger erst wieder rausholen müssen. Glaube ich. Genau. Also, muss sagen, das hier lief bisher eigentlich ganz gut. Wir kommen in letzter Zeit unheimlich schön voran. Das freut mich aber auch, muss ich gestehen, weil ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, die ganze Zeit immer nur rumzurätseln und hängen zu bleiben. Bin ich immer ganz froh, wenn ich weiterkomme. So. Noch ein Stück vor. Okay. Und dann müssen wir das jetzt runterschneiden können, oder? Der Sinn und Zweck von dem Teil erschließt sich mir leider noch nicht. Aber wir schauen einfach mal, was passiert, wenn ich das runterschneide. Na, Moment. Das haut erst hin, wenn wir den Strom abgestellt haben. Alles klar. Da hat er einen Stromschlag bekommen, der Kleine. Das tut mir aber leid. So. Hätte ich mir aber auch denken können, dass das nicht funktionieren wird. Eigentlich schon. Okay, groß machen, Schere, abschneiden. Und. Okay. Und was mache ich jetzt da? Okay, warum bindet er da jetzt eine Schere ran? Warum bindet er da... Oh, oh. Aha. Kann ich da vielleicht jetzt zum Fenster raus? Nee. Das erschließt sich mir jetzt leider nicht. Was sagt denn das, was er will? Ja, Roboter. Ach, an das soll ich das Ding ranbinden. Warum? Mit welchem Sinn? Was soll das jetzt für einen Sinn haben? Dass ich das daran binde? Entschuldigung. Der Sinn erschließt sich mir nicht. Du willst jetzt aber nicht die Kloschüssel aus der Wand reißen oder so. Also, das wäre jetzt so eine Vermutung, dass der Kloschüssel aus der Wand reißt. Weil was gäbe es sonst, wo er hinten, also was sich hinter dem Roboter befindet? Gibt es da sonst nichts? Na, schauen wir mal. Das erschließt sich mir zwar im Moment noch überhaupt nicht. Er erschließt sich auch nicht, warum wir hier eine Schere festgebunden haben. Aber okay. Das Spiel will es so. Also wir testen es jetzt mal da rein. Ja, tatsächlich. Aber warum? Wir wollen doch jetzt nicht ernsthaft in den Abfluss reingehen, oder? Ich meine, ich bin ja schon mal froh, dass ich drauf komme. Das ist ja auch schon einiges wert. Ach Mensch, was hat das für einen Sinn? Na gut, wir reißen jetzt mal die Kloschüssel raus, was gerade so schön ist. Ups. Dann schauen wir mal nach. Hat der schon so schön gestaubt? So. Okay. Können wir da wieder was nehmen? Nein, scheinbar nicht. Was ist jetzt hier? Da ist die Bombe unten. Ja, aber da wäre es jetzt ja ganz gut, wenn wir das Ding hier wieder hätten, nicht wahr? Aber das bekommen wir irgendwie nimmer. Ja, aber wie komme ich da jetzt ran? Ich kann ja jetzt nicht die Katze reinschmeißen, oder? Ich meine, es... Das würde mich jetzt nicht wundern. Nein, wir schmeißen die Katze nicht rein. Das ist schon mal schön. Das freut mich schon mal, dass wir die Katze nicht reinschmeißen. Gut, was machen wir dann? Was ist dann das Nächste, was ich zu tun habe? Da können wir raufgehen. Ja, da ist eine tickende Bombe. Das ist korrekt, aber ich weiß nicht, was ich mit der tickenden Bombe machen soll. Soll ich jetzt den Staubsauger vielleicht rückwärts fahren lassen, bis er runterfällt oder was? Können wir mal probieren. Ist er jetzt kaputt? Ja, der Staubsauger ist kaputt. Können wir den jetzt vielleicht auseinanderbauen? Hallo?
können immer noch draufsteigen. Nicht. Jetzt ausstecken? Nein. Aber da, der Rüssel. Da war gerade was. Nein. Da war gerade ein Mauszeiger beim Rüssel. Warum? Ja, war das wohl nur ein Fehler. Was hat's denn mit dem Brunnen auf sich? Kann man mit dem Brunnen auch nichts machen. Mir erschließt sich das alles so ziemlich gar nicht gerade. Ja, Bombe macht Kaboom, das ist richtig. Aber wie soll ich denn an die Bombe rankommen? Muss ja irgendwie an die Bombe rankommen. Ja, das haben wir gemacht. Und das hier kann ich nicht irgendwie entfernen oder so. Ach, ernsthaft jetzt? Mit Klopapier? Okay. Alles klar. Kannst dich darüber schwingen. Okay. Das ist ein sehr, sehr starkes Toilettenpapier. Wuhu! Okay. Oh, fuck. Was ist denn jetzt, wenn ich... 1 plus A. Du kommst ja total durcheinander. Du gehört da A hin. 2 plus B. Gott, da kommst du ja total durcheinander. 3. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch dem richtigen Kabel folge. 3 plus C. 4. Geht hier rüber und hier rüber und darüber. 4 ist D. Und dann ist das E. Oh oh. Hat das jetzt geklappt? Ja. Woo! Wir haben sie entschärft! Yay! Oh, Gott sei Dank. Kommen wir jetzt auch wieder irgendwie hoch? Ach so, er zieht sich von selber hoch. Das ist schön. Es ist ja wirklich ein sehr, sehr stabiles Toilettenpapier. Ob das dann überhaupt noch weich ist? Ich bin mir ja nicht so sicher, ne? Okay, dann dürfen wir ja jetzt da die Treppe rauffetzen, oder? Jetzt haben wir die Bombe entschärft. Oh, gut. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Habe aber dann auch das Gefühl, dass das Let's Play dann gar nicht mehr so lange dauert. Das Spiel ist ja jetzt schon mal vom Grundprinzip her ja nicht sonderlich lang. Wenn man alles wissen würde, wie es geht, würde man echt nicht lange brauchen. Oh Gott, was geht denn mit dir ab? Hallo? Geht's dir gut? Okay, das denkt sich jetzt aber der Typi, was hier passiert ist, oder was? Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie versuchen zu übersetzen, wie ich es manchmal so gemacht habe. Oh oh. Die sind aber ganz schön böse gewesen, ey. Und dann kam die Polizei, okay. Weint der also, oder wie? Hier sind ja jede Menge Maschinen. Oh, wow. Fängt es wieder von oben an, ja. Da haben jetzt Musik eingestellt, wie es scheint. Das war jetzt sogar relativ easy. Was ist das hier? Oh, no. Oh, Gott, was will das denn von mir? Die Grünen sollen da hoch.
Na wundervoll. Aha. Das sind ja so Schlangen. Irgendwie. Wobei, das sieht jetzt sogar noch relativ easy aus. Irgendwie, aber ist es vermutlich nicht. Oh, wow. Ja, aber wir werden das schon lösen. Also, da werden wir schon eine Lösung für finden. Kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht schaffen. Können wir das jetzt so hinpacken? Können wir die hier hinnehmen? Na, wartet mal. Vielleicht nehmen wir die hier runter. Nee. Oh, wow. Da dürfen wir jetzt schön rätseln. Wundervoll. Die lange ist mir halt extremst im Weg. Die ist halt ein Riesenproblem. Die lange nicht wäre, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm. Okay. Machen wir mal nochmal rückgängig. Geht das nicht? Rückgängig geht nicht. Okay, dann können wir vielleicht gucken, ob wir hier was lösen können. Das ist die komplette Schlange, die sich hier bewegt. Das ist nicht unbedingt leicht, muss ich gestehen. Die lassen sich aber auch Dinge hier einfallen. Das ist ja übel. Die lassen sich echt Dinge einfallen. Aber das sollte ja eher da hoch. Na, wann musst du noch mal eins zurück? So. Jetzt, Anna. Wo ist denn das Ende jetzt von der Schlange? Das ist hier. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Gut, da dürfen wir noch einiges rätseln. Also, das sehe ich schon kommen. Da dürfen wir einiges rätseln. Was haben wir noch? Hier hinten ist auch noch was. Was haben wir hier? Hallo? Haben wir da nichts? Okay, was ist da draußen? Können wir da hochklettern oder was? Weiß nicht, was du da tun sollst, okay. Hoch geht's nicht. Hier ist aber allerdings was. Oh, da werden wir auch noch jede Menge Zeit brauchen, bis wir das lösen können. Aha, da können wir Musik machen. 7,5, Doppelpunkt 108. 705, Doppelpunkt 108. 7,5. Ach, ich habe es eh schon wieder vergessen. Ist das vielleicht die Frequenz, die wir hier einstellen müssen? Das wäre 108. Und 7,5. Wäre hier. Warte mal, beziehungsweise 7,5 wäre hier unten. Wer hier? 7,5 und 108 war das, nicht wahr? Lass uns mal nochmal schauen. Im Gedächtnis habe ich ja zurzeit auch nicht unbedingt Gutes, muss ich gestehen. So. Nee, 7,0. Okay. Wie komme ich jetzt plötzlich auf 7,5? Hm. Einen Schluck trinken hier. Aber dann stimmt's. Okay. Gut, das macht jetzt schon mal Geräusche. Ist das Geräusch vielleicht auch noch wichtig? Das muss ich jetzt aber nicht nachspielen, oder? Es wäre ein bisschen krass, wenn ich das nachspielen müsste. Aber es ist auf alle Fälle das Ding hier. Ja, hier können wir das schon mal nachspielen. Okay. Ja, dann müssen wir das Rätsel hier jetzt lösen. Schätze ich mal. Hier gibt es zwar auch noch so ein paar Dinge. Nee, da haben wir nichts zu tun.
Wenn wir hier mal größer machen, hier oben kann man auch nichts tun. Ich muss tatsächlich hier dieses Rätsel mit diesen doofen Schlangen lösen. Oh wow. Na, das werden wir schon hinbekommen. Nein, 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 nein. Das muss jetzt erstmal hier hinter, damit es mal aus dem Weg ist. So. Das können wir. Ja, ist halt die Frage, wo wir das hinräumen. Das Grüne können wir jetzt noch mal kurz wegräumen, aber das wird mir hier nicht viel bringen. Das sehe ich ja jetzt schon. Könnten das jetzt hier so runterräumen. Das mir aber auch nichts weiterbringt, weil ich mit dem hier jetzt wieder feststecke. Das heißt, ich. Huh. Oh, wow. Na, warte mal. Nur so weit ziehen. Dann geht nämlich das hier immer noch hier runter. Es geht auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Wenn man es wenigstens resetten könnte. Dann wäre es ja halb so schlimm. Dann könnte man viele Dinge einfach nochmal ausprobieren. Das wäre es halt, nicht wahr? Dann packen wir jetzt mal das Orange hier rüber. Das Grüne hier runter. Weil wir bekommen das halt einfach nicht weg hier. Ich glaube halt, wir müssen das hier hochbekommen. Aber wie soll ich das hochbekommen? Das haut ja auch nicht hin. Das ist halt auch überall im Weg. Das ist auch überall im Weg. Und hier oben das Gleiche. Hier oben habe ich auch das Gefühl, dass alles überall im Weg wäre. Das ist echt schwer. Also die lassen sich hier schon echt Dinge einfallen, die so extrem krass sind. Und man kann es nie resetten. Oh. Na gut, ich würde sagen, ich spiele mich da jetzt dann nachher nochmal ein bisschen rum und hoffe, irgendwie auf die Lösung zu kommen, bevor ich wieder irgendwie eine Lösung schauen muss. Verabschiede mich dann an dieser Stelle und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal.